Hallihallo, seid ihr gekommen heute zum Rennen in der USA. Heute mit dabei der liebe Marvin. Hallihallo. Im Hintergrund seht ihr relativ spezielle Zeiten. Ja, wir mussten aufgrund eines Ausfalls von Ray, weil wir so fair sind, haben wir das Ganze wieder neu gemacht. Zum dritten Mal am Stück mit unserer speziellen Qualifying-Technik, in der wir halt das Qualifying nochmal simulieren. Aber dann halt ohne schnelle Rundenzeit. Wir starten gleich weiter. Und ich habe den Flügel kaputt gefahren. Genau, jeder steht auf seiner Posi, bis auf Tom. Da muss man noch eine Notlösung finden. Aber Schwertbier lässt ihn dann noch vorbei beim Start. Schwertbier hat ihn auch umgedreht. Ich habe ihn nicht umgedreht, um das nochmal klarzustellen. Auf jeden Fall. Die anderen hier im TS. Genau, bei der Nachbesprechung werde ich wohl nicht dabei sein. Das wird zeitlich leider nicht mehr langen. Leider. Aber gut, ich werde auf jeden Fall hoffentlich die Dateien von Ray oder sonst wem bekommen. Da kann ich hinten auch nochmal ranhängen. Falls es nicht klappen sollte, könnt ihr gerne bei den anderen vorbeikommen. So, jetzt kommt das Intro und dann starten wir gleich. Bitte reden. Ja. Wir begrüßen Sie hier in Ost. Sieht spannend aus. Wie ihr ja wisst, haben wir aus dem Qualifying Hammer ja das Dreier-Setup auf dem Fahrzeug. Einmal genauer. Und wenn es wirklich anfangen sollte zu schiffen, dann wäre das geil. Und hier miau, miau. Ich freue mich auf den. Startentum auf 9 in der linken Reihe. Oh, das ist mies. Da muss ich gucken, ich dass ich rechts, ja. direkt nach rechts komme, denn wir haben die grobe Vermutung, es könnte zum ersten Mal wirklich zu einem effektiven Crash kommen, weil diese Kurve wirklich eine der miesesten. Nee, ich starte links, fuck. Na, super. Oh, nee, ich starte rechts, geil. Oh nein. Auf jeden Fall in der Rennstrategie. Heißt 6. bis 7. Runde, 12. bis 13., 19. bis 20. Dann ins Ziel. Ich denke mal, ich werde wieder, je nachdem, wie wir stehen, im ersten oder im zweiten Boxenstopp hier auf die harten gehen, Primes. Toll, ich versuche erstmal. Ich werde das entweder die Primes ein Stopp vorziehen oder nach Plan fahren. Gut, kommt halt drauf an, wie sich das Wetter ändert. Falls es nach Regen aussehen sollte, dann werde ich Primes durchfahren. Options durchfahren. Auf jeden Fall starten wir gleich. Ja, man müsste sehen. Man könnte natürlich vielleicht auch was machen, wenn der Ingenieur sagt, ja, es würde regnen. Man geht den ersten Stop auf die Primes und fährt dann einen längeren Stint und spekuliert drauf, dass man dann reinfährt, wenn der Regen anfängt. Aber die anderen sind dann nochmal auf Options gegangen. Das wäre natürlich die Hammerstrategie, aber da musst du wirklich gut taktisch reagieren und auch ein bisschen Glück muss dabei sein. Ja, da muss ich echt das goldene Näschen dafür haben. Also bei hier ist das Wetter ja relativ unberechenbar. Ich glaube, das wäre so mit meine einzigste Chance, wenn ich gewinnen könnte. Einfach mal diese 25 Sekunden einsparen vom Boxenstopp. Und im Regen einfach mit dem Dreier-Setup. Ja, ich bin jetzt gleich mal gespannt, wie es sein wird. Ich denke, die meisten haben Setup 4 gewählt werden, würde natürlich uns wirklich bei Regen in die Karten spielen, da wir dann mehr Downforce haben, welches wir bei den S-Kurven und weiteren engen, miesen Kurven bräuchten. Ja, Ray dürfen wir starten. Drücke wieder A. Wir wollen ihn da trennen. Oh, jetzt können es mit der Zeit knapp werden. Ah, nee, 50 Minuten, ja, doch. Ja, wird knapp. Dann bände auch rechtzeitig direkt nach dem Rennen, wenn du durchs Ziel bist, die TS-Aufnahme, nicht, dass sie verloren geht, ne? Ja gut, also falls es so sein sollte, dass ich ja nicht ins Ziel kommen sollte, wird so sein, dass mir die Punkte trotzdem gut geschrieben werden, also die anderen nicht vorne rutschen. Ja, ist so. Haben wir ja beim letzten Mal schon bestimmt, ja, wo wir dann aber die Aufnahme dann gefehlt haben. So. War doch Spieler Mackie, Schwertbier und Tom fehlen noch, drückt A. Der Thompson und der Mackie. Oh Gott. So. Der Mackie, komm schon. Mackie, getrau dich. Bist schon auf dem 7. Oh. So, jetzt geht's los. Vibe hat einen Scheißstart erwischt, so kann ich an. Hat denn einen sehr, sehr guten Start, also zumindest die Anfahrt war perfekt. Hat schon gekracht. Boah, das läuft sogar relativ fair hier ab. Platz behalten, hab viel Platz innen gelassen. Ja.
Boah, Pace, sag mal, bist du eigentlich geistig gestört, Junge? Sorry, aber ganz ehrlich, ich guck natürlich. Also, nee. Er überholt mich outside of the track. Also, nee. Das war jetzt nicht gerade so schön. Man hat es bei mir gesehen, aber halt sehr, sehr schnell. Konnte jetzt keine Bilanz ziehen. Ganz ehrlich, da würde sogar ein Blinder hätte das gesehen. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben, wenn sich die Vorhersage hält. Dafür habe ich kein Verständnis für solche dummen Aktionen, ne? Ah ja, super, jetzt bin ich letzter, Mann. Wenn jetzt Pace dafür keine Strafe bekommen hat, ne, dann nimmt er mich auch nicht. Mickey übelst geschockert. Noch kurz zur Info, wir haben das Reglement wieder umgestellt auf normal, also nicht das Verschärfte, ja. Weil es muss verbuggt sein, denn Marvin Ray hatten hier sehr, sehr strenges Reglement, währenddem wir anderen relativ gut über die Curbs heizen konnten. Oh, Hustler hat sich gedreht. Weg hinter Hustler. Boah, Schwettbier! Fuck. Hab gerade einen schönen Dreikampf, Mackie, Cookie. Ist da vorne. Cookie verbremst, an Mackie getütscht. Nein, auch an mich! Naja, super. Bist du durch euren Unfall habe ich den Anschluss an der Das war jetzt echt scheiße. Gut, Rennunfall, bin jetzt auf 9 zurückgefallen, das war jetzt echt verdammt kacke, Mann. Da sind sie zu eng aufeinander gefahren. Okay, oh, Tom. Sorry, Tom. Ja, direkt, hallo, Cookie. Hast mir schon das Leid an Tom, aber Tom hat so viel offen gelassen, hat mich leider nicht gesehen, weil er Hustler vorbeilassen wollte. Gugi hat übelst reingestochen. Und da hat er sich auch gedreht. Ich bekomme 3 Sekunden Strafe, ich habe nicht gecuttet. Das Spiel ist so behindert verpackt, ne? Ich bin jetzt viel zu weit raus, aber Pace ist hinter mir und das ist gefährlich. Nicht weil er unfair ist, sondern weil er schnell ist. Ah, verkackt, jetzt ist Pace an mir vorbei. Platz 10, super. Dummer Unfall, hätte nicht sein müssen. Ich bin wieder auf meiner Startposition 6 und Mac ist vor mir. Oh, Lukas hat es auch getroffen, ist auf 11. Ey, was ist das denn? Ja, super. Okay, ich darf immer noch nicht Curbs berühren. Was? 6 Sekunden Strafe. Wir sind schneller als der Wagen vor dir. Deine Chance, ihn zu überholen, stehen am besten in Sektor 1. Boah, Tom hält hier gerade alle auf. Tom und Schwertbier. Ich und Pace könnten deutlich schneller. Gleich mit DRS versuchen. Sollte erst einmal trocken bleiben. Okay, ja gut, dann werde ich wohl oder übel auf harte wechseln. Ja, ich habe jetzt 6 Sekunden Strafe, das ist suboptimal. Ja. Ja, das Rennen hier allgemein mit mehr Kollision. Aber die ganze Scheiße, wenn ich entstanden hätte, Pace nicht einfach so eine Dummheitsaktion gemacht. Ich weiß nicht, wofür man Verwarnungen bekommt und den ganzen Rotz. Zwei Runden.
Oh, Tom hat sich gedreht durch Schwertbier. Oder Pace. Alter, wenn Mackie jetzt schon wieder 100 Pro hat Mackie keine Strafe. Wetten. Vor mir gelb, okay. Stecke ihn ab. Okay, die haben Vierer-Setup, das merkt man schon. Oha! Die neuen Spoiler sind drauf beim Force India. Dann gehst du an die Box. Ich weiß noch nicht, Runde 6 wahrscheinlich. Ich will er jetzt schon in die Box holen. Du! Ja, mich will er reinholen. Ach so. Nehme ich erst in Runde 6. Ey, das ist so lächerlich, wofür man Strafen bekommt. Nee, ich beende das dann gleich einfach, wenn das so weitergeht hier. Wieso? Kriegst du weiterhin Strafen? Nein, keine Strafen, aber ich bekomme Verwarnungen, wenn ich mit einem Rad kurz von den Curbs komme. Was, boah, was Pace, ist das? Bremst nicht so stark. Ja, Lukas, auch dich an mir dran. Gucke, was die da vorne machen in der Box-Demo. Ja, Mackie. Konnte ich jetzt nichts für. Demo, ich gehe jetzt in die Box. Jo, mach das. Ah, Lukas greift an. Ich finde das gar nicht schön. Wer ist denn vor dir, der? Pace. Okay. Ey, das ist so... Hab ihn überholt von innen. Von außen kommt jetzt aber Lukas. Ah, fuck, beide vorbei. Bleib innen. Vor dir ist jemand von der Strecke geflogen. Gelbe Flaggen voraus. Hopp. Warst du schon in der Box? Bin jetzt gerade in der Box. Okay. Ist jetzt offen. Nein, bitte nicht hintergucken. Nein! Das kostet Zeit. Das sind zwei, die kämpfen da vorne. Oh, Googie und Schwert, die haben sich abgeschossen. Okay. Schon klar, die waren auch beide in der Mauer. Und somit sind sie momentan echt außer Konkurrenz. Ich muss gerade sagen, ich glaube, ich werde nochmal eine Runde fahren. Ja, seid ihr im harten Zweikampf? Dreikampf. Ich kann ja, mir gut vorstellen, dass die jetzt reingehen. Ich werde sie genug früh sehen. Okay, ich doch keine Chance, dass ich die vielleicht aufhalten könnte oder einfach angreifen könnte, weil es noch zu viel Abstand. Würden die auch noch eine Runde fahren? Boah, wäre eng. Oh, Pace weggedreht. Der ist allgemein schon relativ drifty unterwegs gewesen, jetzt hat er es übertrieben. Ja, geschieht ihm recht. Boah, Lukas auch weit außen. Die Reifen sind runter, habe ich ja gerade schon gemerkt.
Ja, ich merke es. Ah doch, jetzt merke ich es auch. Ja, komm. Nee, ich bleib draußen. Lukas, geh rein. Dein Boxenstoppfenster schließt sich gleich. Damit liegst du auf dem fünften Platz, P5. Komm kurz vor Lukas raus. Das passt. Nee, kurz vor Mackie. Ich war aber harte drauf, deswegen. Ich habe den Stint doch jetzt vorgezogen, weil guck mal, es klärt auf und so. Den ersten fahre ich schon so, dass ich gar keinen Körper mehr berühre. 6 Sekunden Strafe. Boah, fast weggedreht. Okay, alles wieder im grünen Bereich. Zurück auf Renngeschwindigkeit. Okay, jetzt sind die Reifen schon wirklich heftig im Arsch. Hier auf der Strecke kannst du auch gut Sprit sparen. Hm. Ich glaube, ich habe bis 0,5 runtergefahren. Ich glaube, da war ich dann kurz vor der dritten Runde und mittlerweile habe ich jetzt wieder minus 0,08. Also läuft alles nach Plan. Strategie. Nur das andere läuft nicht nach Plan alles. Hm. Ja, Boxeneinfahrt liegt ganz so. Ohne Spaß, das ist so lächerlich mit diesen Warnungen, ne? Ich bekomme für jeden Scheiß bekomme ich eine Verwarnung. Ich komme auf den Körb, Verwarnung. Ich gucke den Körb an, Verwarnung. Ich gucke auf die Auslaufzone. Strafe, so ungefähr. Alter, aber Mackie ist relativ weit vorne. Gut, er hat halt von den ganzen Unfällen profitiert. Ja. Ja, auch, ich glaube, sonst würde ich. Der Pace und Lukas auch vorbei. Bist du vorbei oder sind die vorbei? Die vorbei, aber immer noch in einem passablen Abstand. Bin halt gespannt, ob die jetzt... welcher Runde musst du rein? Ich weiß nicht, wie lange halten die denn? Ja, was steht bei dir? Da steht irgendwo Box. Ich weiß nicht, welchen Knopf das auf meinem Lenkrad ist. Ja, doch, jetzt habe ich es gefunden. Und? Also steht 16. Runde. Denk dann mal, würde ich sagen, vielleicht... dann fährst du in der 17 rein, weil bei mir sagt der 15 und du bist aber 2 Runden später reingefahren als ich. Ja. Hast du den Verdacht, Lukas und Pace sind beide auf weich? Ich komme denen jetzt hinterher. Ja, versuch aber so weit wie möglich dran zu kommen. Die sind in einem Zweikampf. Ja, boah, momentan nicht. Ich habe keine Verwarnung dafür bekommen. Nice. Wir sind eben nicht in einem Zweikampf, das ist das Problem. Zu Bauchschmerzen. Gelbe Flagge war, okay. Also für mich sieht das aus wie ein Zweikampf von denen und Mackie. Ja, ja, inzwischen auch wieder. Ich denke mal, Pace ist ein bisschen rausgerutscht, deswegen war auch gelb bei mir. Ist ja auch wieder Lukas vor Pace. Du bist auf 6, oder? Auf 5. Auf 6 ist Mackie. So.
Pace wieder vorbei. Ah, guck mal, wer wieder Erster ist. Nee, die Strecke bekomme ich nicht hin. Ja, ja, Ray ist klar. Ja gut, aber... Botassen ist doch auf 4, also... Weiß nicht, Viper verkackt das immer gegen Ray. Nee, aber Ray ist auch halt stark. Stark gibt es hier keine Strafgewichte, auch wenn es nur ein Kilo wäre. Das wir hier schon einiges ausmachen. Mal gerne sehen, wie viel Zeit zwischen mir und Mackie liegt und nicht immer einen Ingenieur fragen müssen. Jo, das war aber echt. Ich habe gerade einen Abstand von 5,37 Sekunden auf Lukas. Sekunden auf Hassel. Halt dein Maul, ich will dich was fragen. Danke. Kann ich dich auch nicht schon an alle anderen. Ja, Lukas muss die Weichen haben. Der hat 6 Zehntel in der Dings gut gemacht. Mackie hat, glaube ich, auch die Weichen. Ja, weil die kommen so leicht an mir ran. Aber Mackie habe ich im Griff, aber ich glaube, die dahinter, die bekomme ich nicht im Griff. Naja, na gut, die sind noch genügend weit von dir weg. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Team Lotus wieder versucht, einen Boxenstopp einzuspannen, oder zumindest Lukas. Deswegen fährt er wahrscheinlich jetzt nochmal auf Weich, versucht ihn nochmal ein bisschen auszuquetschen und wird dann auf Hart wechseln und durchfahren. Wenn ich jetzt schon merke, wo die harten Reifen, was die für einen Einbruch teilweise haben. Ey, das ist... Ich bin mit 2 Reifen komplett auf der Strecke, nicht mehr auf der weißen Linie und bekomme eine Verwarnung. Ganz ehrlich, ich würde am liebsten Codemasters fragen, was die für eine Interpretation haben, wie ein Fehlerreglement aufgestellt ist. Curve Spirit, ja, nee, nein, darf man nicht. Ah. Guck den Curve an. Wirst du gebannt. Ja, okay, ja. Gut, 3 Zehntel, 2 Zehntel verloren auf das Duell hier vorne, trotzdem, dass ich harter hab. Geht echt klar. Ja, kommst du leicht dran? Nee, dran komme ich nicht, aber ich verliere sehr, sehr wenig Zeit. Für das, dass ich harter fahre. In diesem einen Linksknick, ne, nach dieser langen Rechts, da wo ihr gleich, wo die gleich reinkommen, ne? Ja. Wenn du da, wenn ich da den Körper berühre, bekomme ich instant eine Verwarnung. Welche Körper berühre, ne? Musst du mir vorstellen. Stell dir immer schon mit. Kann ich nicht. Ja, okay, jetzt habe ich Mackie wieder abreißen lassen. 5 Runden sind zu fahren mit denen. Ja, 50, ja, das passt. Kein Schaden zu sehen. Ja, ich würde gerne in Runde 16 reinfahren. Wie sieht's bei dir aus? Ja, ich denke mal Runde 17 safe. Noch flexibel, ich kann dann auch eine Runde mit den Weichen mehr fahren. Wenn du sagst, die Reifen gehen gar nicht. Ich muss mal früh genug sagen, dass ich in Runde 15 reinfahren kann. Ja, ich werd mich mal in Runde 14 nochmal melden. Würde ich dann gleich nochmal luschen, ob Ken oder so eine Strafe hat oder einer von da vorne, wenn ich in der Box bin. Oh, jetzt habe ich viel Zeit verloren auf die beiden. Also sind weiter in den Zweikampf. Ich fahre diesen Körb schon gar nicht mehr, da kannst du so schön drüber räubern, aber nö, ich kann ihn nicht fahren. Ich sag ein bisschen. Ah, ein bisschen weit raus. Oha, ich habe jetzt 0,55 plus, ey. Mal lächeln in den Weichen. 0,55? Ja. Alter, ich bin bei 1,07.
Ja, Remo, dann baller, sobald du weich hast, einfach nur fett, da kommst du eigentlich komplett mit durch. Ich hab, ich baller immer die ersten 3-4 Runden sofort raus und dann natürlich. Es sind halt geil am Lenkrad. Vor allem jetzt eben mit dem neuen Aufsetzer fühlen sich auch abgefahrene Reifen nicht ganz so schliffrig an. Ach bloß, Ingen. Also mein vorderer linker Reifen fängt an abzubauen. Bei also. Ein paar Ken Ray sind da in einem Dreikampf. So sah das für mich aus. Sehr, sehr eng zusammen. Vielleicht der ein oder andere Frontsplitter kann wegfliegen. Ich habe jetzt wieder Zeit gut gemacht. Woher wusste ich das irgendwie? Okay, nee, das sah nur so aus, weil wo ich das gesagt habe, wo ich meinen Satz beendet habe. Grüne Flagge, grüne Flagge. Auf jeden Fall, ich habe wieder Zeit gut auf die Beine gemacht. Wo ist der einer von denen ist etwas abgeschlagen? Oder in die Box? Da ist nämlich Mackie und noch einer. Und der zweite von dem Pace und Lukas ist nicht gerade zu sehen. Ja, ich bin Achter. Ja, ja. Also müsste auch hinter mir sein. Ja. Ist in die Box gegangen? Das war früh. Ja, und zudem, also durch die Boxen, bei einem normalen Boxenstopp würde er niemals so viel Zeit verlieren. Da muss was schwer wie. Was Schlimmeres gewesen sein, weil ich also irgendwie Frontflügel habe, dann länger gebraucht, bis er in die Box war. Wenn wir es nicht gesehen sind, vorbei. Oh, Hassel erster. Ja, Hassel muss glaube ich gleich in die Box. Ich glaube, der fährt auch harte Weichen. Harte Weiche, yo. Harte Reifen. Hm. Yo. Auto. Wer ist denn jetzt auf 7? Pace. Lukas ist hinter mir. Ja, meine ich ja. Ich glaube, der war ganz normal in der Box. Ach, schon so früh? Dann wir das niemals durchziehen können. Ach ja, gut, die fahren auf weich. Doof. Er hat da wohl einen Undercut gemacht. Es sind noch 2 Runden bis zum nächsten Boxenstopp. Wir ziehen dir die Options auf. Ich werde in Runde 15 reinfahren. Ja, ich werde auf Runde 16 fahren. Vor mir war gelb, jetzt ist wieder grün. Ja, Mackie ist weg. Ja, Pace, ehrlich, der räumt. Boah, Gott. Kommt sich da was aber von der Strecke? Aber Pace ist auch Weichreifen, der muss noch die harten haben. Eben, habe ich ja gesagt. Und am Ende des Stints kann ich richtig gut pushen. Das könnte es vielleicht sogar mein Vorteil sein. Ist die in den Zweikampf geraten? Weiterhin mit harten, ich bin dann auf Weich alleine unterwegs. Kann vielleicht an dem vorbeiziehen und bin weg. Ich denke gleich. Alter Viper. Schnell war ich nicht mal im Qualifying. Ja, ich. Ey, wofür bekomme ich die ganze Zeit die Streit? Habe ich 9 Sekunden. Ey, ganz ehrlich, ich mache nix. Bist du schon in der Box? Nein, ich gehe jetzt nach. So, ja, stimmt, doof. Bekomm. Das ist so lächerlich, ne? Verbrenn das Spiel gleich. Oh, Mackie hat mit seinem Auto zu kämpfen. Also du gehst jetzt diese Runde, wenn die nächste Runde passt. Jo, wieder eine Verwarnung bekommen. Ich habe den Körper leicht berührt.
Ah, alles klar. Mackie rausgerutscht. Das Rennen ist zum Abhaken, ey. Okay, Mackie hat auch die Harten. Echt? Ja. Okay. Gut, dann weiß ich auf jeden Fall, dann kann ich ihn unter Kontrolle halten. Er lässt mich auch freiwillig vorbei. Okay. Ja, hat der was am Frontflügel? Nee, dann wäre er schon lange in der Box gewesen. Wahrscheinlich hat er einfach gemerkt, ich bin zu schnell und... Oder vielleicht hat er halt einfach offen gelassen. Er ist zudem auch am Benzin sparen. Boah, Mackie, komm mir nicht so nah. Na ja, gut, Verwarnung gekriegt. Oha, du bist in der Box, fast, gell? Ja, ich hab mir fast den Frontflügel in der Box kaputt gefahren. Weil auf einmal kommt die ganze Karre quer. Base ist auch in der Box. Ich will sehen, was der für Reifen hat. Sieht aus nach weiß. Oh, das ist ganz doof, ganz doof, ganz doof, ganz doof, ganz doof, ganz doof, ganz doof. Wir haben noch 25 Kilo Benzin im Tank. Noch 25 Kilo Benzin. Lukas hinter mir. Wie hat er denn das gemacht? Weil Lukas hat Harte auch drauf. Aber wie hat der so gut aufgeholt? Hat eine gute Runde erwischt. Hat der hart oder weiche drauf? Sehe ich nicht, sind schwarz. Nee, sieht nach gelb aus. Wie erklären. Ich finde das gerade lächerlich, wofür ich die ganze Zeit bestraft werde, aber beziehungsweise verwarnt werde. Sieht nach weich aus. Hast du da gerade für eine Verwarnung oder so bekommen, Remo? Nee. Ich hab das für eine Verwarnung bekommen und hab das nicht so extrem gemacht wie du. Komm, ja. Fahr vorbei. Du bist auf P7 abgerutscht, du liegst jetzt auf P7. Boah, Boxeneinfahrt perfekt erwischt. Alter, Pace hat ja richtig einen Abstand auf mich. Was ist da los? Gib jetzt Gas, die Reifen sollten schließlich ein bisschen warm werden. Also Mackie ist gerade auf weich, bin aber wieder dran. Marvin? Ja? Bin jetzt an Mackie dran. Hat sich gerade auf dem Cap rausbeschleunigt. Na, ein bisschen was raus. Oh Gott, Pace ist hinter mir. Pace bekommt aber nicht so einen Schutz wie Lukas gerade.
alles tun, was im Fährreglement erlaubt ist. Okay, Lukas ist wieder hinter mir, war in der Box. Ja gut, Lukas Reifen war noch wirklich am Ende. Und Pace. Wann musst du in die Box? Bei mir steht Runde 22. Mir auch. Ich bekomme noch eine Strafe. Was? Alter. Raff's gleich komplett hier aus, ne? Noch eine Strafe? Was ist das denn für eine Scheiße, Mann? Ich fahre das auf meinem Brechen in die Mauer. Sorry, Pilz. Jetzt 15 Sekunden Strafe, Remo. Alter. Ja, ich werde für jeden Scheiß bestraft. Nee. Ich würde das so gerne hier alles aufnehmen, ne? Pace fällt mir fast in die Karre, alles klar, Pace. Ich muss so fahren, Pace, sorry. Oder das bringt mich wieder in Strafen. Ey, wie Pace da drüber kannst du? Oder braucht der keine Strafe? Das Spiel gleich auf. Wenn die nächste Strafe kommt oder irgendwas, dann gebe ich einfach auf. Wieder Mackey dran. Spiel nehmen. 18 Sekunden. Ich bin am Mackey vorbei. Kurzes Update zu deinem Auto. Die Reifen sehen sehr gut aus. Momentan musst du dir keine Gedanken wegen der Abnutzung machen. Nee, Remo, ich geb auf. Nur zur Info, der Fahrer hinter dir hat auf Mission 1 gewechselt. Das war scheiße. Nee. Sorry, aber das ist so behindert hier, ne? Na gut. In dem Fall muss ich den immer fragen, wenn ich in die Box muss. Oder du in die Box gehst. Das bringt dir P6. Du hast dich. Das ist jetzt halt scheiße.